Hallo, es geht weiter mit Monster Hunter Rise und zwar dieses Mal gegen den guten alten Zinogre. Ein Klassiker. Ich verwende Schwert und Schild und wie das letzte Mal erwähnt, habe ich mir eine Magnum-Malo-Waffe gemacht. Sogar mehrere. Ja. Oh boy. Das ist Super Saiyajin Zinogre. Herr der Blitze, Zinogre. Ich meine, ganz so Super Saiyajin wieder Rajang ist es zwar nicht, aber das wird jetzt auf jeden Fall interessant. Ich hab jetzt die komplette Ratian-Rüstung, weil ich eine Platte noch gedroppt habe. Und ja, 145 Verteidigung, aber Donnerwiderstand ein bisschen. Naja, popelig. Aber das ist schon in Ordnung. Und wie ich gerade sehe, ist der Zinogre sehr nah dran am Anfang. Das heißt, wir können. Ja, ich muss nicht mal schneiden, hey. Da ist auch noch ein Fragezeichen auf der Karte. Ich frage mich, welches Monster das ist. Aber das werden wir vermutlich noch sehen. So. Zinogre. Du bist Puki Puki. Oh, das Bild? Ich habe das gerade voll anders gesehen. Okay, finde ich interessant. Ja, gut. Oh, und der ist auch richtig. Oder schau ich mal. Der ist gar nicht. Der ist ja ganz schön dick drauf hier. Ah, willst du nicht schreien? Okay. Oh, okay. Ach, das ist jetzt doof. Aber ja, ich glaube, der ist auch etwas größer. Dass man es eigentlich gewohnt ist, kann das sein? Durch, vermutlich durch, oh, aber. Durch Word, weil er da halt größer ist. Als man es eigentlich kennt. Interessant. Oh. Wieso auch ausweichen? Das wird ja überbewertet. Na gut. Ja. Ja, okay. Erster Kampf des Tages. Ihr müsst verstehen. Funktioniert noch nicht ganz so gut. Oh. Na gut, na gut, na gut. Dann halt nicht. Moment. Erstmal ein kleiner Reset. Gehirnreset. Und jetzt geht's ab. Jetzt machen wir ihn kaputt, den Kollegen. Und das ist jetzt traurig. Na? So, jetzt laufe ich aber richtig. Ha! Nein! Kopf leider nicht erwischt. Egal. So. Immerhin erwischt. Au. So, jetzt aber. Und. Boom! Ha! Du! Hast keine Chance! Der Move ist ziemlich cool beim Zinogre. Nope, nope, nope. Nein! Los! Donk, donk! K.O. gemacht! Perfekt! Super nice! Und da 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 boom, jetzt können wir ihn auch retten. Wunderbar, okay. Das haben wir. Das ging jetzt doch in Ordnung. So, na dann lass dich reiten, Kollege. Und gegen eine Wand klatschen. Wir können auch zu einem der anderen großen Monster, aber. Na, das haben wir nicht nötig. Das kriegen wir auch so hin. Bonk. Ich kann jetzt auf den Schweif gehen. Will ich aber nicht. Ich gehe hier hin. Und. Warum stehst du so dumm auf? Egal. Fatz! Boom! Nope. Schade. So, aufgehalten. Perfekt. Ich wurde fast erwischt, glaube ich, von seinem Auflademove. Nope. Kurz heilen. Und dann geht's auch schon weiter. Ich mag den Jump-Angriff. Der ist überraschend cool. Also mit den Wirebugs. So, jedenfalls, Zinogre haut ab. Ich glaube, wir haben ganz gut Damage gemacht. Wir sind ja jetzt nach Magna Malo. Das ist die Frage, wie lange die Monster so mittlerweile aushalten.
Also schon ein bisschen mehr aushalten oder ob es halt immer noch super schnell down gehen, weil Low Rank. Hallo. Oh, ah. Hoppala. Nein, nein, nein. Okay. Schade. Okay, ja. Wow, ganz ruhig, Kollege. Meine Nase juckt und das ist absolut nicht cool. Oh, schade. Nase kratzt, Nase kratzt. Okay. Na, was hast du vor? Ich muss dich ein bisschen mehr Respekt vor ihm haben. Ich glaube, wenn er einen krassen Angriff trifft, dann kriege ich schon krass Damage. Oh. Oh! Ich habe ihn erwischt, aber er hat mich auch erwischt. Das Zeug hier von der Katze ist gerade ziemlich cool. Dann können wir wenigstens nicht von seiner Thunderblight erwischt werden. Donk, donk. Dreh dich zu mir. Oder auch nicht. Nicht mehr gut ausweichen können. Du, 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 du. Ja, schrei ruhig. Wow. Das kam plötzlich. Oh, schade. Boah, nice, wir haben die Hörner kaputt. Super. Boom. Gut Damage. Und ja, ich weiß, ich sollte ihn jetzt vielleicht angreifen, aber ich will looten. Ihr könnt mich doch verstehen. Ein wahres Looterherz. So muss das sein. Und bonk. Ausweichen. Aber ja, ich könnte jetzt vermutlich noch gut auf seinen Schweif gehen, aber ich glaube nicht, dass da noch viel dabei rauskommt. Also ich weiß nicht, ob ich den Schweif noch abbekomme. Ich bezweifle es ja schon fast. Aber hey, wir haben die zwei Hörner kaputt und das ist schon mal super angenehm. Und so, ich weiß gar nicht. Seine Waffen sind ja normalerweise überraschend wenig Elektro, oder? Im Vergleich zu so anderen Monstern, aber dafür ein bisschen mehr Raw Damage. Wow, was mache ich denn? Ich sollte mal. Gut, das funktioniert so natürlich nicht. Und. Oh, Vorsicht. Ich muss aber gleich schärfen. Oh, perfekt. Hau ab, genau. Immer angenehm, wenn es abhauen, dann kann ich nämlich ohne Probleme schärfen hier. Mo du. Okay, aber. Er haut nicht ab. Was macht er denn? Bist du doof? Wie wir gerade ganz kurz gesehen haben, meine Katze hat eine Giftwaffe. Also vielleicht wird der Gegner noch vergiftet. Aber jetzt haut er ab. Okay. Interessant. Komm mal her. Na gut. Ich meine, der Rest sollte jetzt easy sein. Ich denke nicht mehr, dass er. Obwohl, er ist noch nicht am Humpeln. Glaube ich. Ich denke, dass der Totenkopf wird sowieso immer angezeigt, auch wenn man das Monster noch nicht bekämpft hat davor. Und da hat man gerade den Effekt gesehen. Auf der Magnumalo-Waffe ist das ist halt einfach Explosionselement. Man kann auch irgendwie so eine Special-Sache bekommen, so Feuer, aber da braucht man die Rüstung von Magnumalo, soweit ich weiß. Oh, nein, ich wollte durchrollen. Ach. Oh, okay. Katze, oh nein, schade. Katze wollte mich retten, zu spät leider. Nope. Okay, ich versuche nicht einfach an ihm vorbeizurollen. Das funktioniert nicht so ganz. Ich glaube, es liegt teilweise auch einfach daran, weil er etwas. Oh. Groß ist mittlerweile. Aua. Was? Nein, ich wollte doch nicht an ihm vorbei. So, jetzt aber. Aua. Schade. So, jetzt ist. Okay, jetzt ist er fast am Arsch. Wunderbar. Er wird nicht mehr allzu lang leben. Wow. Ich dachte das. Wie ich einfach stehen geblieben bin. Komm her. Na, nicht den Move bitte. Jetzt gibt's aber Stress. Oh. Das macht mich traurig. Ich sollte mich zu viel zerlassen. Mann, er hält mich gerade gut auf Abstand, der Drecksack. So, jetzt aber. Wirklich? Nein. Vorsicht! Nope. Au.
So, jetzt. Wunderbar. Und boom! Und nochmal. Boom! Und dabei geheilt werden. Wunderbar. So. Ich werde es noch einmal versuchen, um sein Leben zu kämpfen. Das wird ihm aber nichts bringen. Und wirklich Sorgen wegen Leben muss ich mir nicht machen. Ich bin gerade in dem Heal von der Katze, der übrigens super nice ist. Au. Boom, einfach draufhauen. Einfach wegdenken. So. Oh, da ist sogar gleich noch gegen die Blight. Ja, wunderbar. Katzen-OP. Und. Boom. Okay. Weißt du was? Kollege, du hast ein riesen Problem. Easy. Am Anfang habe ich einfach nur alles weggetankt. Einfach drin gestanden. Einfach erwischen lassen. Ist doch egal, wenn man die Katze in der Nähe hat. Aber ja, so Low Rank ist, glaube ich, allgemein. Solange man die Rüstung verbessert, kriegt man kaum Schaden. Ich denke mal, das wird sich im High Rank stark ändern. Sehr schnell ändern. Vor allem, wenn dann irgendwelche krasseren Quests noch kommen, die dann bestimmt per DLC noch dazu kommen. Bis dann irgendwann mal in 100 Jahren G-Rank dazu kommt. Das sehen wir dann. Naja, wunderbar. Zinnoker ist da wieder besiegt. Mit so einem guten Magna Malo Schwert. Ich habe noch ein Magna Malo Langschwert. Ich bin mir unsicher, ob ich auch noch die Lightbongern machen will. Muss ich mal gucken, wie gut er ist. Und ja, gut. Mehr dazu gibt's nicht. Oh! Wunderbar. Discord zwar in der Beschreibung. Und mehr kann ich jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen. Außer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.